Herzlich willkommen wieder hier zu unserem Online-Konzert. Ich begrüße euch ganz herzlich und ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Wir wollen wieder gemeinsam singen und zusammen Gott loben, zusammen beten und zusammen ermutigt werden. Gnade für die Welt. Das ist etwas, was wir gerade jetzt gut gebrauchen können. Und wie gut es ist zu wissen, dass wir einen gnädigen Gott haben. Gnade für die Welt ist ein tolles Lied. Ein wunderbares Lied, das ich zusammen mit meinem Vater, mit meinem Papa, dem Siegfried, in vielen Konzerten gesungen habe. Es ist eigentlich ein Duett, also wir haben es jetzt immer als Duett gesungen. So ist es auch auf dieser CD, die hier zu sehen ist. Aber heute würde ich es gerne für euch in meiner Solo-Fassung spielen. Ich freue mich auch drauf und Papa, wenn du magst, kannst du es ja auch mal singen bei deinem Online-Konzert. Oder wir schneiden danach eine Duettfassung zusammen. Wie auch immer, ich freue mich auf Folgendes, wenn wir das Lied mal wieder zusammen bei einem richtigen Konzert gemeinsam singen. Und ich weiß, dass ihr jetzt drüben zuschaut und mit dabei seid. Ja, und ich wünsche euch jetzt allen, die ihr dabei seid an den Bildschirmen, dass ihr eine beschenkte Zeit habt und dass ihr Gottes Gnade spürt. Gnade für die Welt. Gnade für den Starken, der Macht in Händen hält. Und Gnade für den Schwachen, der ihm zum Opfer fällt. Gnade für den Dummen, der nichts mehr liebt als Geld. Gnade für die Welt. Gnade für die Welt. Gnade für den Spötter, der über alles lacht. Und für den Resignierten, der nichts mehr lächeln macht. Gnade für den Sterbenden, den kein Glaube hält. Gnade für die Welt. Können wir zusammen singen? Gnade für die Welt. Gnade für den Schwarzen, den sein Ghetto hassen lehrt. Und für den weißen Mann, der ihm den Rücken kehrt. Gnade für die Kinder, wenn die Bombe fällt. Wir singen. Gnade für die Welt. Gnade für die Welt. Gnade dem Politiker, der Waffen exportiert. Und für den Staatsmann oben, dem sein Gewissen erfriert. Und für uns sogenannte kleine Leute, die das kaum interessiert. Gnade für die Welt. Und ihr singt mit. Gnade für die Welt. Musik.
Gnade für den Jungen, der in Uniform verreckt. Und dem, der dieses Kind in diese Uniform gesteckt. Gnade dem Präsidenten, der Krieg für Rechtens hält. Gnade für die Welt. Wir singen zusammen, Gnade. Gnade für die Welt. Und Gnade für mich selber, der ich das alles weiß. Herr, mach meine Hände handeln und mach das Herz mir heiß. Lass mich die Gnade leben, die mich bei dir erhält. Gnade leben mitten in der Welt. Gnade leben mitten in der Welt. Gnade. Gnade in unserer Welt. Das ist ein großes Stück. Ja, danke fürs Mitsingen, wunderbar. Und jetzt habe ich die besondere Ehre, eine Künstlerin anzusagen, eine junge Künstlerin, ich habe es versprochen, sie ist meine Tochter, die Lina, Lina Johanna Fietz. Meine Süße, ja, also, es ist so, ich möchte mich auch mal bei allen Kindern bedanken, bei allen Kindern auch da draußen. Ich weiß, ihr macht das momentan auch ganz toll. Und seid alle ganz brav zu euren Eltern. Das ist jetzt ja auch für euch nicht immer einfach. Nicht zu den Freunden. Gut, nicht immer Schule, aber jetzt vermisst ihr sie sicher auch schon oder kein Kindergarten. Und ich möchte mich wirklich auch bedanken bei meinen Kindern. Sie machen das echt klasse. Der Benny sitzt da drüben wieder. Benny, ihr macht das toll, ehrlich. Danke. Und die Lina auch, die sitzt mit der Mama oben. Lini, du bist so klasse und jetzt kommt dein Lied. Und es ist so, momentan die Kinder, die basteln. Es ist der Wahnsinn, die basteln so viel. Im Keller drüben sieht es wirklich aus, als ob eine Bombe eingeschlagen hat, obwohl ich erst vorgestern aufgeräumt hatte. Aber es ist so toll, die basteln mir jeden Tag drei Sachen. Oder der Irene, der Benny zeigt nachher mal was. Ja, und die Lina hat einen von diesen smarten Lautsprechern, ihr kennt die ja, wo man den Namen sagt, und den hat sie sich dort unten mit hingenommen und dann sitzt sie im Keller und bastelt mit der Heißklebepistole und sagt dann immer den Satz, ich sag ihn jetzt einfach mal, und spielt eines ihrer Lieblingslieder und sie sagt, Alexa, spiele Spuren im Sand. So, jetzt habt ihr es zu Hause. Sie können es wieder ausmachen, wenn ihr so ein Ding habt. Und sie klebt mit der Heißklebepistole und singt dieses Lied. Und es ist so süß. Und dann hat sie eben gebeten, ob wir dieses Lied nicht mal spielen könnten. Und eben, wir haben es wieder vorher aufgenommen. Es ist entzückend. Schaut es euch einfach mal an. Lina. Schweiflich dann gleich Bilder aus meinem Leben.
Genau wie im Original, okay. Das kennst du so gut, das Stück. Ja. Du bist echt der Knaller, Lini. Ich kann auch die Raupe Ursula richtig. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Ich kann auch die Raupe Ursula. Also, ja, da können wir noch einiges nachlegen. Ja, freut euch drauf. Ich weiß auch manchmal nicht. Ich mache es eigentlich so, dass ich, ja, online habe ich meine Kinder immer so ein bisschen rausgehalten, aber es sind nun mal besondere Zeiten. Wir haben es hier gemacht und aufgenommen und ich habe mir gedacht, ja, es ist sowas Süßes und auch eine Ermutigung und das möchte ich einfach jetzt auch teilen. Und es kann dazu beitragen eben, dass ihr jetzt in dieser Zeit ein Stückchen ja, auf andere Gedanken kommt, dass wir rauskommen aus, falls ihr ängstlich seid oder irgendetwas, macht es so, hört euch Lieder an. Ja, man muss gucken, mit was man den Geist füllt momentan, ne? Macht es ruhig mal so, schaut mal in die Bibel rein, lest ein paar Psalmen durch oder
stellen, die euch gut tun, und dann stellt man fest, es gibt so viele Schätze, die dort zu entdecken sind, auch in Gottes Wort, so viele Schätze, die uns gut tun. Und wenn wir das sagen, ich höre dich, ich atme dich, ich kenne dich und ich lebe dich, ich verstehe dich und ich erfahre dich, und Schätze liegen frei für mich. Ein tiefer Text von meiner Frau Irene. Ich glaube, ich brauche noch lange, bis ich den richtig in der Gänze durchschaut habe, wie viel da wirklich drin steckt. Danke, Liebes, ich grüße dich von hier unten. Des Herzens Schloss aus Licht gemacht, Gedanken golden ausgedacht. Die Töne ordnen sich im Chor, steh mittendrin und du davor. Steh mittendrin und du davor, ich höre dich, ich atme dich, ich kenne und ich lebe dich, verstehe dich, erfahre dich, und Schätze liegen frei für mich. Ich höre dich, ich atme dich, ich kenne und ich lebe dich, verstehe dich, erfahre dich, und Schätze liegen frei für mich. Die Kleinigkeiten groß gelacht, von Freude festlich angebracht. Herr Fröhlichkeit in meinem Ohr, steh mittendrin und du davor. Steh mittendrin und du davor, ich höre dich, ich atme dich, ich kenne und ich lebe dich, verstehe dich, erfahre dich, und Schätze liegen frei für mich. Ich höre dich, ich atme dich, ich kenne und ich lebe dich, verstehe dich, erfahre dich, und Schätze liegen frei für mich. Gefangenheiten freigesetzt, von Festlegungen unverletzt. Bin glücklicher als je zuvor. Steh mittendrin und stehst mittendrin, ich knie davor. Stehst mitten, wenn ich knie davor. Ich höre dich, ich atme dich, ich kenne und ich lebe dich, verstehe dich, erfahre dich, und Schätze liegen frei für mich. Ich höre dich, ich atme dich, ich kenne und ich lebe dich, verstehe dich, erfahre dich, und Schätze liegen frei für mich. Ich höre, ich atme, ich kenne, ich lebe, verstehe, erfahre dich. Ich höre, ich atme, ich kenne, ich lebe, verstehe, erfahre dich. Erfahre dich. Erfahre dich. Es ist manchmal gut, wenn danach noch so eine kleine Applauspause ist. Kann man einmal durchschnaufen. Ja. Aber
Wir gewöhnen uns daran. Wisst ihr, was wir momentan machen? Und da haben wir ganz große Freude dran, das muss ich sagen. Wir sind viel im Wald und spazieren. Ich spaziere mit der Irene. Ich spaziere mit meinen Kindern durch den Wald. Und es ist so traumhaft. Ich fahre viel Mountainbike auch. Und es ist so beglückend zu sehen, die Natur, jetzt dieses Schauspiel, wie die grünen Blätter gekommen sind, wie das Licht so durch dieses frische Grün fällt, wie man dann auch so staunend vor der Schöpfung steht, wie wunderbar das ist. Und man kommt irgendwie beglückt nach Hause. Geht mir jedes Mal so, ganz wunderbar. Was haben wir für ein Glück, dass wir hier auch so viel Wald haben? Und naja, also ich hoffe, ihr habt einen Wald in der Nähe, aber eigentlich in Deutschland, selbst wenn ihr in der City seid, man darf ja mit dem Auto noch 3 Kilometer rausfahren. Es gibt einen Fahrradweg hier oben, wir laufen nicht mal am Fahrradweg, wir gehen einfach nur schnurstracks durch den Wald. Es ist toll und wir sollen ja auch rausgehen. Das ist auch gut, Vitamin D auftanken, ist auch gut. Und eben, du triffst niemanden im Wald, es ist unglaublich. Und wenn wir dann auf dem Heimweg mal Leute treffen, ist es momentan auch schön. Wir laden die dann immer zu diesen Online-Konzerten ein, ob man die jetzt kennt oder nicht. Und haben da auch sehr positive Erfahrungen mitgemacht, dass man berichten darf davon und sagt, Online-Konzerte, was ist denn das? Und dass wir eben Christen sind und daran glauben und einen Mut haben momentan und eine Hoffnung. Und die Leute sind eigentlich durchgängig immer sehr, sehr offen dafür und dankbar. Und manchmal denken wir, manchmal traut man sich nicht, aber die Leute suchen momentan ja so sehr was zum Festhalten. Wir dürfen das doch geben und sagen. Wie wunderbar ist das? Und ja, es ist auch unser Auftrag. Geht und macht alle Völker zu Jüngern des Herrn. Dann erklingt seine Botschaft von nah und von fern. Geht und macht alle Völker zu Jüngern des Herrn, zu Jüngern des Herrn. Dann erklingt seine Botschaft von nah und von fern. Von nah und von fern zündet an das Feuer der Liebe in euch. Werdet Teil von Gottes herrlichem Reich. Geht und macht alle Völker zu Jüngern des Herrn, zu Jüngern des Herrn. Dann erklingt seine Botschaft von nah und von fern, von nah und von fern. Wir fangen an, das Licht des Glaubens zu sehen, beginnen neu, die Wege Jesu zu gehen. Geht und macht alle Völker zu Jüngern des Herrn, zu Jüngern des Herrn. Dann erklingt seine Botschaft von nah und von fern, von nah und von fern. Gottes Geist
schenkt uns die himmlische Kraft. Im Gebet, indem er uns Hoffnung verschafft. Geht und macht alle Völker zu Jüngern des Herrn, zu Jüngern des Herrn. Dann erklingt seine Botschaft von nah und von fern, von nah und von fern. Geht und macht alle Völker zu Jüngern des Herrn, zu Jüngern des Herrn. Dann erklingt seine Botschaft von nah und von fern, von nah und von fern, von nah und von fern, von nah und von fern. Das Thema Gnade begleitet uns durch diesen frühen Abend. Und ich möchte euch das zusagen: Wir haben einen gnädigen Gott. Wir haben einen gnädigen Gott. Und mit welcher besseren Zusage kann man in die nächsten Tage gehen? Und ich wünsche euch das, dass ihr das neu erkennt, dass ihr drauf zugehen könnt, dass ihr beschenkt werdet, dass ihr jetzt mit viel Segen in die nächste Zeit geht, mit Gesundheit, mit Mut und mit Freude. Und wir beten dafür euch und wir bitten, dass ihr jetzt wirklich gesegnet werdet, dass der Segen des Herrn euch begleitet, wo ihr seid, dass ihr Gesundheit erfahrt, dass ihr wieder stark gemacht werdet, jetzt besonders in dieser Zeit. Und es ist so, Gott ist ein gnädiger Gott. Wir können es uns nicht verdienen, es ist eine unverdiente Gnade. Habe mich in dir verloren, sitze bei dir oft für Stunden, komme immer neu zu dir hin. Ich drehe draußen meine Runden, such dir Sterne auf der Straße, will mich gern für dich zerreißen. Klettere hoch auf Luftschlossberge, ich will dir alles beweisen. Doch am Ende der Tage leb ich nur durch deine Gnade. Doch am Ende der Tage, wow, wow. Doch am Ende der Tage leb ich nur durch deine Gnade. Ich kann dich jetzt erst richtig sehen, bleibe immer bei dir. Laufe für dich in den Himmel, bleibe dabei niemals stehen. Renne fünfmal um die Erde, will für dich noch weiter gehen. Immer weiter, schneller, besser, ist für dich gerade gut. Hol den Wind in unser Zimmer, wichtig, dass ich etwas tue. Doch am Ende der Tage leb ich nur durch deine Gnade. Doch am Ende der Tage, oh, oh, oh.
Tage leb ich nur durch deine Gnade. Ich kann dich jetzt erst richtig sehen, bleibe immer bei dir. Kämpfe riesenmutig nieder, pflücke für dich Komplimente. Ich ruf die Berge für dich runter, sammle dir alle Talente. Bringe Wasser mit bloßen Händen, schütte Sommer in dein Glas. Rufe Worte in deine Schale, sammle Körbe Frühlingsgras. Doch am Ende der Tage leb ich nur durch deine Gnade. Ja, am Ende der Tage, oh, oh. Ja, am Ende der Tage leb ich nur durch deine Gnade. Ich kann dich jetzt erst richtig sehen. Bleibe immer bei dir. Ja, wunderbar. Das war unser Online-Konzert. Und ich starte mir bei mir jetzt auch wieder hier den Livestream. Und es kommt bei mir noch nicht, aber in der Zwischenzeit möchte ich noch etwas sagen. Oder Benny, hast du da die Live-Kommentare auf deinem iPad? Dann gib mir das doch mal bitte kurz. Guck mal, jetzt darf der Benny noch mal kurz, wem wollten wir ins Bild holen? Das ist mein Assistent, der Benny. Benny, du machst das so klasse. Ich danke dir. Das ist so wunderbar. Oh. Benny hat mir geschrieben, bin an der Steuerung. Wie cool. Ach Mann, ihr seid alle dabei. Ute Köckert. Ja, der Wald und die Seen sind mein Lebenselixier. Wie schön. Antje Neumann, du bist auch wieder. Die liebe Lara aus dem hohen Norden ist dabei. Klasse. Die Architekt keine, die Österreicher sind da. Ich grüße euch. Grüßt euch. Ich grüße euch. Die Mami ist da. Bis Sonntag. Ihr macht einen wunderbaren Dienst mit und ohne Corona. Mhm. Da spricht sie mit jemandem. Olli, du warst so toll. Ach, Renilein, ich danke dir. Ich drück dich gleich. Waldemar Grab, danke schön. Gottes Segen weiterhin. Das ist aber lieb, dass du dich meldest. Und der Stefan meldet sich, der Stefan Zeilberger, auch von uns ein herzliches Servus. Und die Christine Papajewski, super, danke an Benny. Dankeschön, der Benny schreibt sich hinten mit I. Aber es kommt an, vielen Dank. Danke, lieber Markus. Danke, liebe Werngard Pechstein, du hattest Geburtstag, von hier auch nochmal. Alles Liebe zum Geburtstag. Die Mami hat den Onkel Stefan auch gesehen. Und Benny, willst du mir nochmal deinen Pokal holen und das, was die Lina gebastelt hat? Das zeige ich euch nochmal. Ja. Also das ist wirklich... Guck mal, ja, beim letzten Livestream habe ich diesen Pokal bekommen und die Lina hat mir das geschenkt. Gebastelt, aus Holz, echt schwer zu machen. Das sind die Arme und so. Also, ich wünsche euch ganz viel Segen. Danke, dass ihr dabei wart. Ja, danke an die Familie, an meine Familie. Danke, dass ihr betet für uns. Ganz viel Segen geht raus. Und ich lade euch jetzt ganz herzlich ein zum nächsten Sonntag, zum Konzert mit Siegfried Fietz. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Es ist auch schön, wenn man es aus der Zuschauerperspektive sehen kann. Und dann kommt das wieder aus dem Studio 1. In diesem Sinne, bleibt gesegnet und behütet und gesund und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Dankeschön. Der Benny weiß, was zu tun ist. Wunderbar, danke. Tschüss.